Hi Leute, letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie man sich mit einem Systemrasierer den Kopf rasiert. Und jetzt ist es derzeit bei mir wieder im Hals nachgewachsen und jetzt werden wir ein bisschen fortschrittlicher. Und jetzt zeige ich euch, wie man sich den Hals rasiert und zwar diesmal mit einem Rasierhobel. Schaut zu. So Leute, und das ist kein Folterwerkzeug, sondern ein sogenannter Rasierhobel. In dem Fall ein klassischer Dreiteiler. Das zeige ich euch jetzt mal, wie man den Hobel aufdreht. Also einfach abdrehen. Dann haben wir hier so eine Zwischenplatte. Dazwischen verbirgt sich die Klinge. Das sind übrigens die Astras, die ich sehr empfehlen kann. Sehr, sehr gut, sehr, sehr scharf und sehr günstig. So, und den zieht man einfach ab und dann hat man das Oberteil, setzt es wieder rein, dreht es wieder zu und dann ist der Hobel wieder zusammen. In dem Fall haben wir einen Hobel mit einem geschlossenen Kamm. Der hat hier so eine Schaumkante und ist in der Regel deutlich milder als ein Hobel mit einem offenen Kamm. Und ja, wie man sich damit rasiert, das zeige ich euch jetzt. Schritt 1 ist natürlich das Einschäumen und das mache ich mit einer super milden Rasiercreme und jetzt gehe ich einfach mit dem Hobel ganz leicht, ohne zu drücken, über die entsprechende Stelle. Hier in der Szene mache ich das mit dem Strich und fahre einfach runter und wie gesagt, ist total mild. Wichtig ist zwischendurch immer den Hobel auszuspülen und jetzt mache ich es gegen den Strich. Auch da, es wird viel verteufelt, aber wenn man das vorsichtig macht und mit viel Gefühl und vor allem mit einer guten Klinge, dann passt das. Zum Abschluss natürlich das Better Be Bold Best Face Szenario. Ein super, super mildes Aftershave-Balsam mit pflegenden Inhaltsstoffen, was gleichzeitig eine Gesichtscreme ist.